eine neue Woche, ein neues Update Wirtschaft. Ganz herzlich willkommen. Licht und Schatten in der deutschen Wirtschaft. Davon haben wir es hier in dem Format sehr, sehr oft. Und heute Morgen liefert die Wirtschaft gleich wieder zwei beredte Beispiele. Zum einen Henkel, Gewinnsteigerungen, positive Aussichten. Zum anderen Evonik, Gewinneinbruch, 2000 Stellen werden weltweit gestrichen. Und die Märkte laufen und laufen. Wir sehen einen DAX, der auf die 18.000 zustrebt. Wir sehen in Japan im Nikkei 40.000 Punkte. Das hat es noch nie gegeben. Wir sehen einen Bitcoin bei 64.000 Dollar. Wie passt das? Das alles zusammen. Und was erwarten wir in dieser Woche Richtung DAX, Richtung Zinsen, Richtung Daten? Das alles und mehr bespreche ich mit Oliver Roth. Er ist Händler und Leiter des Handels bei der Oddo BHF. Schönen guten Tag, Oliver Roth. Schönen guten Morgen. Ja, wir hatten letzte Woche 7 Rekordtage in Folge. Sie sind schon lange im Geschäft. Gab es das öfter? Das gab es nicht öfter. Ich habe gehört, dass es das erst 3-mal gegeben hat. Allerdings müssen wir sagen hier an der Börse, dass wir so diese Tage nicht mitzählen. Das hat nicht so wirklich, es ist eher eine statistische Bedeutung. Sicherlich für die Öffentlichkeit mal ganz interessant, aber für uns hat es letztendlich keinen substanziellen Wert. Substanziellen Wert muss man ohnehin ein bisschen gucken. Aber in dieser Woche gibt es 2 Ereignisse, die am Wert der börsennotierten Unternehmen ein bisschen was machen könnten. Das ist zum einen die Zinsentscheidung der EZB, zum anderen der Arbeitsmarktbericht aus den USA. EZB, na gut, die Zinsen werden am Donnerstag wohl nicht gesenkt werden. Aber was ist das, worauf es ankommt? Was ist denn daran jetzt die Woche so wichtig? Naja, man hat, wenn man so will, Ende letzten Jahres Wetten abgeschlossen, und zwar auf sinkende Zinsen. Wie stark werden die Zinsen steigen? Sowohl hier in Europa wie auch in den USA. Und interessant wird natürlich zu sehen sein, wer vom Trend her besser liegt. Es gibt einige, die eben davon ausgehen, dass es nur 3 Schritte nach unten geben wird, 3 Zinssenkungsschritte. Und es gibt eben auch viele im Markt, die optimistisch waren, gerade Ende des Jahres, die sind von 5 bis 6 Zinsschritten nach unten ausgegangen. Also hofft man sich aus der Pressekonferenz beispielsweise von Madame Lagarde so ein bisschen herauszuhören, wer hat denn jetzt die besseren Chancen für diese Wetten? Nun äußert sich die EZB häufig sehr distanziert, sehr verklausuliert. Aber bei der letzten Pressekonferenz war es relativ klar, dass Christine Lagarde auch gesagt hat, wir schauen erst mal, was es an Lohnabschlüssen im ersten Quartal so gibt. Da gibt es ja nicht nur hohe Abschlüsse in Deutschland, sondern in vielen Ländern der EU. Da sind aber viele noch gar nicht passiert. Was kann dieser Donnerstag denn an positiven wie negativen Überraschungen bringen? Also noch einmal, es geht hauptsächlich um den Trend. Sie hatten es gesagt, Lohn-Preisspirale. Da hat man dann durchaus Respekt davor auf beiden Seiten des Atlantiks. Das schaut man sich natürlich an. Man schaut sich die Inflationszahlen an, aber die sinken weiter und gehen immer mehr Richtung diesen Zielkorridor von 2%. Das heißt, das ist schon mal, wenn man so will, bei den Wetten erfüllt. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ob die Preise dadurch nicht noch mal zusätzlich angeheizt werden, dass die Lohnabschlüsse in den Tarifverhandlungen eben noch mal zusätzlich nach oben geschossen werden. Das schaut man sich an. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sieht man diesen Effekt erst mit 3 bis 6 Monaten Verspätung. Und deshalb glaube ich eben nicht, dass die EZB zum Schluss ganz genau abwarten wird, sondern sie werden mit Sicherheit schon schauen, wie entwickelt sich die Inflation jetzt. Und bei den Tarifabschlüssen wird man abwarten. Unter dem Strich glaube ich aber, dass wir bereits Mitte des Jahres durchaus Potenzial haben, um Zinsen zu senken. In den USA ein ähnliches Bild, auch die gleiche Diskussion, früher oder später Zinssenkung. Ein wichtiger Indikator, auf den die amerikanische Notenbank schaut, ist der Arbeitsmarkt. Der lief in letzter Zeit wie geschnitten Brot, die letzten Daten schon nicht mehr ganz so gut. Diese Woche werden auch nicht mehr so viele neue Beschäftigungen für den Februar erwartet. Was könnte die Fed daraus machen? Wenn sich die Wirtschaft und der Arbeitsmarkt derart abschwächt, könnten wir auch sagen, naja, nächste Zinssenkung, wir warten jetzt nicht mehr bis Juni. Genau, wenn der Markt in Amerika, der Arbeitsmarkt in Amerika schlechter laufen würde, das ist im Konjunktiv, dann könnte der Druck, in Anführungsstrichen Druck auf die Notenbank, die US-Notenbank eben steigen, die Zinsen stärker zu senken und vielleicht sogar früher zu senken. Aber wir müssen trotzdem mal sagen, wir sind ja auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir sind weiterhin in dem Bereich von Vollbeschäftigung nach US-Definition zwischen 3,5 und 4% Arbeitslosigkeit. Und von daher erwarte ich nicht, dass der Druck jetzt so groß wird, dass die Fed hauptsächlich danach schauen wird. Auch die Fed hat festgehalten, sie schauen nach den Inflationszahlen. Wenn die weiterhin sinken, bei einer robusten Wirtschaft, wir hatten gerade über den Arbeitsmarkt gesprochen, geht man davon aus, dass dann eben 3 Schritte im Moment zumindest mal eher realistisch sind wie den 5. Wenn wir jetzt auf den Aktienmarkt schauen, dann haben wir hier im DAX 40 Unternehmen
Und hat jemand schon berechnet? Genau 5 tragen diesen Aufschwung in diesem Jahr. Siemens, Airbus, SAP, Mercedes und die Münchner Rück. In New York sieht es ähnlich aus. Das sind Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta. In der Vergangenheit war das auch oft so, dass wenige Aktien Kurse gemacht haben. Sagen Sie, das geht in Ordnung oder sagen Sie, oh, das ist eher so ein bisschen Hab 8, das ist jetzt ein bisschen viel? Also grundsätzlich könnte man ja von der Gruppenbildung sprechen und von einem Gruppenrisiko, gerade auch in Amerika. Das sind die großen 7 Technologiewerte und alles, was im Umkreis des Ganzen ist, also gerade Halbleiterbranche. In Deutschland, Sie hatten es gerade gesagt, das ist eigentlich ein Potpourri der deutschen Wirtschaft. Das ist jetzt nicht ein Gruppenrisiko auf Branchen bezogen, branchenspezifisch, sondern das ist die ganze Breite. SAP und Daimler beispielsweise sind ja nicht unbedingt in der gleichen Branche. Ergo kann man auch hier sagen, es ist eigentlich normal, dass ein paar, wenn man so will, die Liga anführen und ein paar laufen mit und ein paar haben schlechte Ergebnisse. Das ist eigentlich normal und von daher halte ich das im Moment, auch gerade weil es sehr branchenübergreifend ist, für eine gesunde Entwicklung. Allerdings haben wir natürlich auch eine Zweiklassengesellschaft überhaupt. Wir reden beim DAX von tollen Gewinnen. Wir reden aber beim MDAX, das ist die Mittelklasse, die zweite Liga, wenn man so will, der deutschen Unternehmen. Da sind die Gewinne deutlich geringer, weil sie eben sehr viel spezieller auf Europa und auf den deutschen Markt ausgerichtet sind. Also wir haben da schon auch eine Zweiklassengesellschaft. Wir haben das auch so ein bisschen global betrachtet, diese Zweiklassengesellschaft. Wenn wir jetzt auf die laufende Berichtssaison schauen, in den USA überliefern viel mehr Unternehmen mit besseren Zahlen, deutlich besseren Zahlen als erwartet und viel mehr als es in Europa, auch in Deutschland der Fall ist. Nichtsdestotrotz laufen die Aktienmärkte dort wie hier sehr, sehr gut. Wird man hier sozusagen ein bisschen im Schlepptau mitbelohnt? Ja, also die US-Börse ist natürlich ganz klar der Frontrunner, die laufen vorne weg und da schauen natürlich die Börsen der Welt danach, ganz klar. Aber man muss auch sagen, die deutschen Unternehmen sind eben auch sehr international aufgestellt und genau das ist der Unterschied eben, wie ich es gesagt hatte, zur zweiten und zur dritten Liga der deutschen Industrie und der deutschen Wirtschaft, weil hier natürlich der Fokus eher auf Europa und Deutschland ist. Und da haben wir natürlich deutliche Probleme. In Amerika haben wir eine sehr, sehr robuste wirtschaftliche Entwicklung. Auch in Asien, mit Ausnahme von China, haben wir eine sehr, sehr robuste und konjunkturell positive Entwicklung. Und wenn man da natürlich in dem Markt beheimatet ist, ist man natürlich toll aufgestellt. Währenddessen man, wenn man eben nur in Europa sein Geschäft macht, eben eher triste Zeiten vor sich hat. Sie sagten eingangs am DAX und 18.000, das ist eher so eine symbolische Marke. Ganz ehrlich, wenn mir einer im Oktober gesagt hätte, wir sehen 4-5 Monate später 18.000 DAX-Punkte, ich hätte es nicht geglaubt. Sehen wir die jetzt die Woche? Ja, da hätte ich natürlich jetzt die Glaskugel, aber ich gehe ganz stark davon aus. Wir haben einen sehr, sehr starken positiven Trend. Wir haben viel Rückenwind aktuell. Wir reden jetzt über Wirtschaft, über Zinsen, die sinken könnten. Also glaube ich tatsächlich, haben wir gute Chancen, in den nächsten Tagen die 18.000 zu sehen, ob es jetzt am Freitag ist oder vielleicht nächste Woche Mittwoch. Das muss man wirklich mal abwarten. 18.000 halte ich für absolut realistisch. Absolut realistisch. Oliver Roth, vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Ja, die Aktienmärkte laufen, aber das ist auch kein Spiegel der Gesamtwirtschaft. Und wir sehen in Deutschland, die Wirtschaft hat es schwer. Die Regierungen versuchen mit Subventionen gegenzuhalten. Das ist in den USA der Fall, das ist in China der Fall, das ist in der EU der Fall und auch in Deutschland. Aber es gibt auch Stimmen, die das sehr, sehr kritisch sehen. Eine davon ist Professor Reinhard Grob. Er ist Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle und hat einen Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Und er sagt, Subventionen lieber nicht. Schönen guten Morgen, Herr Professor Grob. Sie sagen, Subventionen sind fehl am Platze hier in Deutschland, auch wenn die Wirtschaft in der Krise ist. Warum halten Sie so wenig davon? Ja, morgen, Frau Erhardt. Ich meine, zunächst mal muss man, wenn man einem Einzelunternehmen eine Subvention zahlt, eben als Staat zeigen, dass man das Steuergeld ausgibt für etwas, was irgendwie einen gesellschaftlichen Mehrwert hat und nicht nur ein Unternehmen unterstützt auf Kosten anderer Unternehmen, die keine Subvention bekommen. Und insofern muss man da in jedem Einzelfall diese Frage sehr genau prüfen und generell halten die meisten Ökonomen, nicht nur ich, relativ wenig von Subventionen an Einzelunternehmen, außer vielleicht im Bereich Forschung und Entwicklung. Aber sonst ist es eigentlich nur etwas, was den Markt verzerrt und Steuergelder wahrscheinlich nicht effizient ausgibt.
Nun hatten wir ja aber in den letzten 4 Jahren eine relativ krisenintensive Zeit. Wir hatten aber auch im Jahr 2020 27 Milliarden für Staatshilfen und Steuervergünstigungen in Deutschland ausgegeben. In diesem Jahr sind es 67. Corona hat da hart ins Kontor geschlagen, aber auch die Energiekrise war, / ist nichts davon sinnvoll gewesen. Gut, Corona war jetzt ein ganz besonderer Fall, würde ich sagen, wo eben der Staat den Unternehmen bestimmte Auflagen gemacht hat. Also sie konnten zum Teil einfach gar nicht operieren, Restaurants, Reiseunternehmen und so weiter, Hotels. Und da wollte man eben einen Ausgleich zahlen, um diese Unternehmen zu erhalten. Ich glaube, das war zu rechtfertigen. Aber es hat so ein bisschen Pandoras Büchse aufgemacht, sodass jetzt eben ist sehr viel gesellschaftlich akzeptabler geworden ist, nach Subventionen zu fragen und eben auch für den Staat Subventionen zu zahlen. Obwohl im Moment wir jetzt nicht in einer Situation sind, wo es einen ganz besonderen Umstand gibt, der es rechtfertigt, einzelnen Unternehmen Subventionen zu zahlen. Aber wir hatten das ja auch schon in der Vergangenheit, wenn wir uns mal zurückerinnern, für die Autobranche, die Abwrackprämien damals, um ganze Branchen zu stützen, Märkte wieder auf die Beine zu helfen. Das gab es in der Vergangenheit schon immer und wir sehen es auch jetzt. Zum Beispiel TSMC, Halbleiterhersteller, bekommt Subventionen, wenn er sich hier in Deutschland ansiedelt. Sie sagen, man kann ja auch die Chips aus den USA kaufen. Das ist richtig. Aber schafft das nicht wieder neue Abhängigkeiten, wo wir gerade versuchen, uns in anderen Bereichen, Stichwort Energie, von anderen Ländern weniger abhängig zu machen? Ja, ich glaube aber, man muss unterscheiden zwischen der Abhängigkeit von einem einzelnen Land, wie das jetzt bei den Gasimporten im Falle von Russland der Fall war, und der Produktion im Inland. Also man sollte eben sehen, dass man diversifiziert, dass man von verschiedenen Ländern kauft, vielleicht auch innerhalb Europas, vielleicht weltweit, ganz sicher auch in den USA. Aber das heißt eben nicht unbedingt, dass wir alle Produktion von allen möglichen Produkten jetzt ins Land nach Deutschland holen müssen mit hohen Subventionen. Was wäre nach Ihrer Ansicht, und viele Ökonomen sprechen sich gegen Subventionen aus, was wäre der bessere Weg? Ja gut, ich meine, ich glaube, Deutschland hat eine ganze Reihe von großen Herausforderungen, unter anderem eben natürlich die Energiewende, also der Übergang in eine CO2-freie Wirtschaft, wo wir uns ehrgeizige Ziele gesetzt haben. Da haben wir im Moment keine kohärente Strategie. Ganz viele verschiedene Aspekte laufen da gegeneinander. Da eine vernünftige Strategie zu entwickeln, wäre sehr wichtig. Das heißt nicht, dass man energieintensiven Unternehmen Subventionen zahlen sollte. Ganz im Gegenteil, vielleicht. Man sollte die Anreize erhalten, für solche Unternehmen eben Energie einzusparen oder ihre Produktionsprozesse zu verändern, andere Produkte zu entwickeln. Aber dann bräuchte eben schon eine kohärente Strategie. Gleichzeitig haben wir eben im internationalen Vergleich eine ganz große Bürokratie, eine sehr ineffiziente Bürokratie, die es wirklich verhindert, dass sich Unternehmen neu gründen, dass Unternehmen wachsen können, investieren können. Da könnte man sehr viel tun. Das würde auch Geld kosten. Man könnte auch in die Infrastruktur investieren, Stichwort Wasserstoff. Ich denke, das wären auch sinnvolle Investitionen. Aber eben Einzelunternehmen zu unterstützen, das sehen viele kritisch auch. Sie sagen, selbst mit Subventionen würden viele Unternehmen trotzdem abwandern, viele Produktionen trotzdem abwandern. Ließe sich das nicht verhindern? Warum gehen Sie davon aus, dass das Subventionsthema alleine nicht reicht? Naja, Sie müssen sehen, dass wir uns in einem großen langfristigen Trend in den Industrieländern befinden. Über die letzten 30, 40 Jahre ist der Anteil der Industrie am Bruttosozialprodukt ständig gesunken. In Deutschland tatsächlich etwas weniger als in anderen Ländern. Wir sind jetzt so bei rund 25% vom BIP Industrieproduktion. Frankreich oder die USA, Großbritannien sind bei 15%. Das ist ein globaler Trend, wo eben Massenproduktion zunehmend in anderen Ländern stattfindet, wo eben die Lohnkosten insbesondere deutlich niedriger sind, wo auch die Energiekosten deutlich niedriger sind, wo vielleicht auch die Umweltauflagen etwas weniger stringent sind. Dagegen können wir nur schwer ankommen, sondern wir sollten uns eben eher auf unsere Stärken
konzentrieren, die darin liegen, eben neue Produkte zu entwickeln, technologisch an der Frontier zu sein, ganz vorne zu sein. Das braucht Forschung und Entwicklung, aber nicht unbedingt Massenproduktion. Also Forschung und Entwicklung fördern. Das ist so im Moment auch der Versuch der Regierung, weil viele Subventionen ja auch deutlich zweckgebunden sind. Zum Beispiel gab es von den 130 Finanzhilfen im vergangenen Jahr waren über 80 mit einem Klimabezug. Müsste demnach Forschung und Entwicklung, aber auch gerade Forschung und Entwicklung im Klimabereich, Sie sagten, wir müssen die Klimaziele erreichen, müsste das nicht dann viel stärker und besser gefördert werden? Und wenn ja, wie? Ja, ich meine, ich glaube, für eine kohärente Klimastrategie brauchen wir vernünftige Ziele. Die haben wir im Moment auch nicht so richtig, weil unsere Ziele ehrgeiziger sind als die der EU. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Es sollten europaweite Ziele sein. Wir brauchen eben die Möglichkeit, CO2-effizient zu handeln über alle Sektoren hinweg, also nicht nur in der Industrie, um einen vernünftigen Preis für CO2 zu bekommen. Wir brauchen wahrscheinlich Klimazölle. Da gibt es eben jetzt erste Schritte dahin der EU, die einzuführen. Im Moment müssen die Importeure nur den CO2-Anteil angeben. Sie müssen noch nichts mehr dafür bezahlen, aber 2026 soll das kommen. All diese Schritte, die brauchen wir, aber das heißt nicht, dass wir jetzt insbesondere den Energieverbrauch von Unternehmen subventionieren sollten oder Ähnliches, also zum Beispiel Stichwort Industriestrompreis. Vor allen Dingen muss man dabei bedenken, dass die Diskussion im Moment, also die Diskussion um einen Industriestrompreis zum Beispiel, ist selbst eben schädlich für die Wirtschaft. Und die Tatsache, dass die deutsche Wirtschaft sich so viel schlechter entwickelt hat im letzten Jahr als andere Länder in der OECD oder in Europa, hat eben sehr viel damit zu tun, dass die Bundesregierung ein bisschen hausgemachte Unsicherheit produziert hat, über was ihr Kurs eigentlich ist, was dann eben die Unternehmen davon abhält zu investieren, auch unter anderem eben auch in umweltfreundliche Technologien zu investieren. Nun sagen Sie, Industriestrompreis, keine gute Entwicklung. Zahlen von heute, Evonik, Chemiebranche, die energieintensive Branche, gibt Ihnen da recht. 2000 Stellen gestrichen, Gewinneinbruch. Trotz Industriestrompreis, was kann man denn gerade auch für solche energieintensiven Branchen tun? Das ist ein Unternehmen, das produziert oder weltweit, aber trotzdem reicht es nicht. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, und da ist die Bundesregierung in meinen Augen im Moment besonders schlecht, ist eben eine gewisse Planungssicherheit zu erzeugen. Also nicht ständig neue Initiativen zu starten und sie dann wieder abzuwürgen oder also ständig etwas Neues zu machen, sondern eine kohärente Strategie vernünftig zu kommunizieren und diesen und die Rahmenbedingungen damit wirklich zu verbessern, auch für die Chemieindustrie. Trotzdem ist es wahrscheinlich schon so, dass einige Produkte, Stichwort Dünger oder ähnliche Dinge, wahrscheinlich nur sehr schwer weiterhin in Deutschland werden produziert werden können. Das ist aber nicht unbedingt schlecht. Es gibt genug neue Ideen, die entwickelt werden können in Deutschland. Wir sollten eben versuchen, diesen Strukturwandel mit vernünftigen Rahmenbedingungen zu begleiten, aber nicht zu verhindern. Strukturwandel mit vernünftigen Rahmenbedingungen. Herr Professor Kropp, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ich bedanke mich. Wie gut wird in den Schulen Wirtschaftswissen vermittelt? Eine Analyse des Zentrums für ökonomische Bildung der Universität Siegen ist dieser Frage nachgegangen, hat 40 Schulbücher analysiert. Und wir sprechen jetzt mit Professor Dr. Nils Goldschmidt genau darüber, wie gut sind denn unsere Wirtschaftsbücher, damit die junge Generation Wirtschaft versteht, Wirtschaft lernt und die Wirtschaft hierzulande am Laufen hält. Herr Professor Goldschmidt, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Frau Ehrhardt. Ja, Sie haben 40 Schulbücher mit Ihrem Team analysiert. Es gab eine Bilanz, und wenn man sagt, unterm Strich, war die ziemlich desaströs. Sie sagen, diese Bücher vermitteln mehrheitlich nur selten ökonomisches Denken und Wissen. Was heißt das?
Ja, das Problem ist, dass zwar in den Schulbüchern viel über Wirtschaft gesprochen wird, geschrieben wird, aber dass dies eben nicht aus einer wirtschaftswissenschaftlichen Perspektive, aus einer ökonomischen Perspektive gemacht wird. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Sie haben eben mit Herrn Grob über den Zertifikatehandel gesprochen. Natürlich wird der auch thematisiert in den Schulbüchern, aber es geht dann immer nur darum, primär, dass die Schülerinnen und Schüler beurteilen sollen, ob sie es gut oder schlecht finden, dass Zertifikate über Märkte gehandelt werden. Aber es wird ihnen gar nicht vermittelt, wie Zertifikate funktionieren, wie dort eben mit Angebot und Nachfrage versucht wird, Klimaschutz zu betreiben, wie Anreize funktionieren. Also das Problem ist, dass zwar Wirtschaft thematisiert wird, aber eben nicht aus einer genuin ökonomischen Perspektive. Es ist etwas so, als würde man Englischunterricht machen ohne englische Grammatik. Also es fehlt sozusagen auch an ökonomischen Zusammenhängen, an Beispielen, die sozusagen Wirtschaft lebendig machen, kann man das so sagen? Ja, es geht darum, Wirtschaft lebendig zu machen. Es geht darum zu verstehen, dass Ökonomen genauso wie Physiker, genauso wie gesagt im Englischunterricht, eine bestimmte Perspektive auf die Welt haben. Und das ist eben wichtig. Wir leben in einer marktwirtschaftlichen Welt, eben Schülerinnen und Schülern auch zu vermitteln, wie eben Wirtschaft funktioniert, wie Ökonomen denken, wie uns eben auch Ökonomie helfen kann, bestimmte Probleme zu lösen. Das fehlt, das wird halt kaum vermittelt, sondern es wird immer sehr textorientiert, dort bestimmte Themen aus der Wirtschaft thematisiert, aber dann immer eher mit Pro- und Kontra-Argumenten, also im Prinzip verlängerter Deutschunterricht, indem man eine Erörterung schreibt, aber gar nicht erlernt, was Ökonomen eigentlich machen und wie eben Wirtschaft tatsächlich auch funktioniert. Sie sagen, es fehlen auch eine ganze Menge Themen. Welche fehlen denn? Was gehört in einem Wirtschaftsbuch Standard unbedingt rein? Ja, zwei Dinge, die uns ganz besonders aufgefallen sind, das Thema Unternehmertum, dass das kaum vermittelt wird, insbesondere in den Schulbüchern der Oberstufe, was natürlich desaströs ist, weil wir wollen ja junge Menschen dafür begeistern, dafür gewinnen, sich einzubringen, mit ihren Ideen kreativ zu sein, auf den Markt zu gehen, Dinge auszuprobieren. Und da ist es eben auch besonders fatal, das ist der zweite Punkt, dass Frauen als Vorbilder, als Managerin, als Unternehmerin eben auch nicht thematisiert werden. Also wir verlieren vieles von den jungen Menschen eben mit Blick auf die Wirtschaft dadurch, dass diese Themen gar nicht angesprochen werden. Andererseits gibt es eben bestimmte Themen, die auch besonders stark gemacht werden. Das ist zum Beispiel beim Staat so der Fall. 60% des Materials, das wir analysiert haben, dreht sich um den Staat. Der Staat ist immer der Problemlöser. Er ist benevolent. Als paternalistischer Staat kann er die Dinge angehen. Der Markt ist eher der Problemerzeuger. Und das ist natürlich problematisch, was dort für ein Bild vermittelt wird an die Schülerinnen und Schüler, dass im Prinzip der Staat die Dinge schon richten wird, dass aber gar nicht Schülerinnen und Schüler motiviert werden, sich selbst in die Wirtschaft hineinzugeben, sich selbst zu motivieren, auch etwas auszuprobieren als Unternehmerin oder Unternehmer. Also viel Staat, wenig Unternehmertum. Auf der anderen Seite sagen Sie, es gab relativ viel tendenziöse Nuancen und regelrecht Fehler. Hätten Sie Beispiele auch dafür, also ein Wirtschaftsbuch zu schreiben? Das sind Fakten, das ist ja keine Gedichtinterpretation. Da sind Fehler schon extrem bedenklich. Ja, das ist schön, der Vergleich mit der Gedichtinterpretation. Ja, es finden sich Fehler, die klingen erstmal nicht so dramatisch, aber wie Sie schon sagen, es sollte schon so sein, dass Schulbücher zumindest sachlich richtig sind. Ja, wir haben beispielsweise in Schulbüchern gefunden, dass Polen den Euro eingeführt hat, was eben so nicht stimmt. Oder das Beispiel einer Bürgergeldempfängerin, wo eben zu ihren Ausgaben die Miete mit hinzugenommen wird, wobei das ja von der Kommune übernommen wird. Oder das Beispiel einer Auszubildenden, der gekündigt wird, was eben bei besonderem Kündigungsschutz fast gar nicht möglich ist bei Auszubildenden. Und es gibt auch ethisch bedenkliche Beispiele. So haben wir gefunden, dass ein Schulbuch im Kontext vom Mindestlohn darüber schreibt, naja, es gäbe ja wohl auch Menschen, und das ist jetzt ein Zitat, die als Fachkräfte gar nicht zu gebrauchen seien. Und so mit Menschen umzugehen, so in Bezug auf Wirtschaft auch von Menschen zu reden, erscheint uns mehr als bedenklich. Und ja, manche Dinge sind tatsächlich tendenziös. Der Markt wird doch eher skeptisch gesehen. Es werden immer die Probleme gesehen, die Märkte hervorbringen, die Ungleichheit von Verteilung beispielsweise, was aber eben auch zum Teil so in der Schärfe ja auch nicht stimmt. Von daher finden wir dort tendenziöse Aussagen, die eben auch immer wieder auch Dinge mit nach vorne bringen, die heute einfach nicht mehr zeitgemäß sind, wenn von Zimmermädchen gesprochen wird oder von dem Supermarktchef männlich, der mit seiner Kassiererin irgendwie beschäftigen muss. Also wir haben hier viele Dinge, an denen doch sehr viel zu verbessern wäre. Was wäre denn zu verbessern? Und wer hat das geschrieben? Kurze Antwort bitte.
die Verlage zwar die Namen nennen, aber nicht herausfinden kann, wer tatsächlich dann Dinge auch geschrieben hat bei den Autorenteams. Zu verbessern wäre, insbesondere tatsächlich ökonomische Methoden stärker zu machen, Aufgaben so zu gestalten, dass Schülerinnen und Schüler wirklich lernen, wie Wirtschaft funktioniert und nicht nur beurteilen und erörtern, dass es eben auch mal um Berechnen geht, manchmal darum geht, eine Tabelle zu analysieren und Ähnliches mehr. Also wir brauchen deutlich bessere Aufgaben. Wir brauchen aber insbesondere auch Lehrer und Lehrer, die entsprechend ausgebildet sind. Ganz viel vom Wirtschaftsunterricht wird fachfremd unterrichtet und natürlich, wenn ich nicht entsprechend ausgebildet bin, bin ich natürlich auch unsicher bei solchen Themenstellungen. Vielleicht wäre es eine Hilfe, wenn man Leute aus der Wirtschaft, Macher, Unternehmer, dann auch mehr in die Schulen und vielleicht auch Universitäten reinholt, um kursweise Wissen mit zu vermitteln. Herr Professor Goldschmidt, haben Sie vielen Dank. Dankeschön. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, das war schon wieder von uns vom Update Wirtschaft. Wir haben einen positiven Handelsstart im DAX heute mit 3 Punkten erst einmal. Aber die 18.000, wir haben es eingangs gehört, sind schon mal in Reichweite. Eher symbolisch, aber doch eine Zahl und viel positive Entwicklung. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin einen schönen Tag. Machen Sie es gut.